Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus Phuket. Der ein oder andere von euch kennt den Ort vielleicht hinter mir. Und zwar ist hier der Pier zu Coconut Island. Diesmal bin ich mit meiner Freundin zurückgekommen und ja, ein bisschen besser vorbereitet. Mit vollgepacktem Rucksack, mit Badehose, Taucherbrille und eben ausreichend Snacks, Wasser und Sonnencreme. Und jetzt schauen wir doch mal, ob das Boot dann zu zweit wirklich auch nur 100 Baht bzw. dann 50 Baht pro Person kostet. Und vielleicht fragen wir auch mal, wie viel das Boot zu den anderen Inseln kostet. Denn hier rund um Coconut Island gibt es noch ein paar weitere Inseln. Bei Gomapau. Okay. So it's 50 Baht each? Yes. Okay. Wir haben es jetzt aufs Boot geschafft und die Überfahrt dauert gerade mal 5 Minuten oder sogar weniger, kostet auch 100 Baht für das ganze Boot. Das heißt, zu zweit zahlen wir 50 Baht, geht vollkommen in Ordnung. Die anderen Inseln wären aber deutlich teurer gewesen, da zahlt man mindestens 1000 Baht. Deswegen gehen wir jetzt zu Coconut Island. Krab und Krab. Hier am Pier angekommen, kann man sich jetzt ein Taxi nehmen. Das ist dann in diesem Fall so ein Motorbike und mit dem kann man sich zur Insel irgendwo hinfahren lassen. Und wir lassen uns jetzt mal zum Hotel fahren, wo ich letztes Mal war, denn von dort kann man sich scheinbar auch ein Fahrrad mieten. Und das ist natürlich perfekt, um die Insel zu erkunden. Ui. So, die Fahrt kostet übrigens 100 Baht von hier aus. So, wir sind jetzt bei der Hotelrezeption angekommen und schaut euch mal diese geile Aussicht an. Hier hinten ist der Pool und da dann gleich das Meer. Und jetzt versuchen wir mal, ob wir ein Fahrrad hier mieten können. Ich hoffe, es klappt, auch für Leute, die keine Hotelgäste sind. Aber ich bin da optimistisch. So, wie ihr seht, sind wir inzwischen auch den Fahrrädern unterwegs. Ich glaube, wir hatten eine kleine Portion Glück, denn eigentlich geht es, glaube ich, nicht so ganz. Ich habe einfach mal gefragt, ob man quasi ein Fahrrad mieten kann und da meinten sie, ja, ja. Irgendwann haben sie dann nach der Zimmernummer gefragt und da meinte ich so, oh, nee, wir sind gar keine Hotelgäste, wir sind hier nur mit dem Boot hergefahren. Und da meinten die, okay, okay, passt schon, da haben wir trotzdem ein Fahrrad gekriegt. Und da meinte ich noch, ja, was kostet es denn jetzt? Und da meinten sie, nee, nee, ist okay, das heißt, wir haben jetzt die Fahrräder umsonst sogar bekommen. Ich weiß nicht, ob das bei jedem klappt, wenn man vielleicht freundlich fragt, mit einem Lächeln klappt es vielleicht, aber ich kann es euch nicht versprechen. Und jetzt fahren wir hier einfach mal ein bisschen rum und gucken mal, wo wir hinfahren. Hallo, Sadikap. Sabadi my cap. Wir sind jetzt mit dem Fahrrad auf die andere Seite der Insel gefahren und schaut mal hier, hier ist scheinbar der Sunset Beach Club. Ist jetzt leider kein Sonnenuntergang, aber schaut trotzdem ganz cool aus. Hier im Hintergrund sind auch ein paar Bungalows, die kann man sich glaube ich mieten, aber es ist kein Mensch hier. Also Wahnsinn, die Insel ist wirklich der Hammer. Hier ist man ganz allein für sich. Schaut euch das an, nur da hinten ist eine kleine Bar, wo ein einsamer Barkeeper ist und Musik spielt.
Aber sonst ist hier nichts los. So, das ist jetzt der Strand. Hier im Hintergrund ist noch der Beach Club. Und hier hinter mir sind ein paar einsam gestrandete Fischerboote. Wobei es sieht sogar aus, als würden die noch funktionieren. Da hat einer so eine Solaranlage und lädt seinen Akku auf. Von daher schätze ich mal, die werden wahrscheinlich abends rausfahren. Der Strand hier ist so, naja, ich glaube, auf der anderen Seite ist er schöner. Da gehe ich danach einmal noch ein bisschen schwimmen. Ich habe mich auch gerade mit den Barkeeper hier unterhalten, mir noch einen Drink bestellt und der meinte eben, hier gibt es verschiedene Apartments, es gibt auch welche mit privatem Pool, also wirklich cool. Preise starten so ab 2500 Baht, was umgerechnet 70 Euro sind. Ich habe es mal auch versucht zu googeln, aber irgendwie habe ich es da nicht gefunden. Entweder haben die aktuell nichts, weil es ausgebucht ist, wobei danach sieht es nicht aus. Ich glaube eher, es liegt dran, er hat gesagt, dass sie gerade erst irgendwie neu eröffnet haben, vor 2 Monaten und gerade auch noch renovieren. Vielleicht ist dann erst in den nächsten Monaten irgendwie auf den Hotelplattformen verfügbar. Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen hier um die Ecke gelaufen und schau dich das mal an. Hier ist noch eine kleine einsame Bucht und das ist echt der Wahnsinn, die Insel. Es ist kein Mensch hier, du bist hier ganz allein für dich. Also wirklich, wer in Phuket ist und diesen ganzen Menschenmassen mal entkommen will, sollte unbedingt hierher kommen. Es ist einfach wunderschön, auch diese tollen Steine hier im Hintergrund. Also ich habe schon Bootstouren gemacht, die waren deutlich teurer. Und da wurde man zu irgendwelchen Stränden gebracht, die ein totaler Reinfall waren. Aber hier, das ist doch genial. Ich laufe jetzt mal wieder zurück zum Resort, wo wir gerade waren, trinke noch eine Kleinigkeit. Und ich glaube, da machen wir jetzt auch wieder zurück zum ursprünglichen Hotel, wo wir das Fahrrad uns geholt haben. Man könnte zwar noch in die Richtung noch fahren, da wäre scheinbar ein ganz schöner Strand, meinte der Typ von der Bar, aber da muss man einen ziemlich steinigen Weg mit dem Fahrrad fahren. Und meine Freundin ist nicht die beste Fahrradfahrerin. So ist es in Thailand. Die fahren nicht sehr viel Fahrrad. Deswegen schätze ich mal, wir fahren zurück. Und dann werde ich eben am anderen Strand noch ein bisschen baden. Und mal gucken, vielleicht mit der Actionkamera ein paar schöne Unterwasseraufnahmen machen. Das war es jetzt auch schon mit dem Hotel. Wir wollten nicht ganz so dreist sein und ewig bleiben. Deswegen sind wir jetzt wieder gegangen. Wir haben schon mal den Taxifahrer von vorn angerufen, dass er uns wieder hier abholen kommt. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, das Hotel ist wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, nächstes Mal buche ich mir da mal ein Zimmer mit meiner Freundin zusammen. Und dann machen wir es uns da mal ganz entspannt. Weil ich glaube, vor allem zum Sonnenuntergang könnte es noch richtig schön dort sein. Jetzt schauen wir mal, dass wir zurück zum Pier kommen. Erstmal irgendwie eine Kleinigkeit essen und dann vielleicht nochmal gegen Abend zum Strand gehen. Vielleicht kann ich daher dann ein bisschen schnorcheln und meine Taucherbrille endlich ausprobieren.
Ja, wir waren jetzt so hungrig, dass wir direkt hier beim Pier, beim La M hin Seafood Restaurant uns was zum Essen bestellt haben. Schaut mal, was wir uns geholt haben. Hier zum einen ist das Mixed Seafood Salat und hier das ist Krabbencurry und dazu noch ein Wassermelonen-Shake. Bin mal gespannt, wie es hier schmeckt. Wie ihr seht, haben wir es heute nicht mehr zum Strand geschafft. Das Ganze hat allerdings seine Gründe. Ja, wundert euch bitte nicht, was für wirres Zeug der Typ hier labert. An den Teil der Reise wurde alles ein bisschen chaotisch, da aufgrund der Corona-Situation mein Rückflug nach Deutschland gecancelt wurde. Ich hatte ihn dann ursprünglich umgebucht, dachte, jetzt wäre alles gut. Das wurde dann aber nochmal mehrfach gecancelt. Ein Riesenchaos mit hin und her umbuchen. Falls euch die ganze Geschichte interessiert, schaut euch gerne mal mein Video an, was ich euch an der Stelle verlinken werde. Da erzähle ich, wie ich schlussendlich wieder zurück nach Deutschland gekommen bin. Auf jeden Fall, um es jetzt kurz und knapp zu machen, haben wir es nicht mehr zum Strand für den Sonnenuntergang geschafft. Daher sind wir jetzt noch ein bisschen in der Altstadt und gehen noch zu einem kleinen Nachtmarkt. Wir waren jetzt gerade noch beim Tilver Nachtmarkt. Der hat jeden Tag, außer sonntags, von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Eigentlich ein ganz cooler Nachtmarkt. Hier gibt es jede Menge Essen und natürlich auch ein bisschen Kleider und Krimskrams. Von hier aus werden wir jetzt noch eine weitere Station machen, und zwar zu einem Roti-Shop. So, ihr seht schon, der Tisch ist gedeckt. Schauen wir mal, was es hier gibt. Wir haben einmal hier, das ist Hühnercurry mit Ei und Roti. Roti ist so ein bisschen so eine Mischung aus, weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann, aus Crepe und Pfannkuchen. Und hier haben wir noch Roti Matava. Das ist eben gefüllter Roti, ich glaube mit so Hühnerfleisch oder mit Beef und Zwiebeln und allem möglichen. Und hier noch so eine schöne Soße, wo man es eindippen kann. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du findest natürlich zu allen Locations von heute die Beschreibung unten in der Videobeschreibung. Und dann danke ich dir fürs Zuschauen und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Also, bis dann. Ciao.